Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, irgendwie will mir das nicht recht zusammenpassen. Paulus ruft uns zu in der Lesung, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heils. Jesus sagt uns im Evangelium, macht kein finsteres Gesicht. Und dann, wenn wir gleich hier vorne hingehen, wird uns ein ganz merkwürdiges Wort gesagt. Es wird uns Asche auf den Kopf gestreut und gesagt, bedenke, was du bist. Staub, Dreck, Erde. Und das ist deine Zukunft. Dahin kehrst du zurück. Wie sollen wir das zusammenbringen? Vieles am Aschermittwoch macht sich genau an diesem Ritus natürlich fest. Davon hat er seinen Namen, von der Bezeichnung mit der Asche. Im lateinischen Westen hat sich das sehr ausgebreitet. Offenbar haben wir in unserer Kultur ein besonderes Verhältnis dazu. Vielleicht hängt das auch mit den vorangehenden Tagen zusammen, dass wir sozusagen einen wirklichen Unterschied brauchen. Aber was ist das für ein deprimierendes Wort? Was für eine Zukunft, die uns da vor Augen gestellt wird? Schau an, was dich erwartet. Du kehrst zur Erde zurück, von der du genommen bist, wie es im Buch Genesis heißt. Dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, liebe Schwestern und Brüder. Der Ritus hat seine Berechtigung. Es ist wahr. Wenn wir daran denken, wann wir zum letzten Mal auf dem Friedhof waren oder gar bei einem Urnenbegräbnis waren, das ist vielleicht noch deutlicher vor Augen geführt. Da wissen wir schon als Kirche gar nicht recht, wie wir beten sollen angesichts eines Krügleins voll Asche. Ist das alles? Warum sollen wir uns 40 Tage damit beschäftigen? Eben weil es nicht unsere Zukunft ist. Deshalb sollen wir das tun. Es ist nur der eine Teil. Es ist nur der Startpunkt, liebe Schwestern und Brüder, der hier markiert wird am Aschermittwoch. Es ist der Ausgangspunkt, wie im Buch Genesis. Es ist nicht die Zukunft des Menschen, dass er zur Erde zurückkehrt. Es ist eine Zwischenstation. Die Zukunft des Menschen, den Weg, den wir heute beschreiten, ist Erneuerung, ist ein Weg zum Leben, ist ein Weg, der wie die Ostkirche noch stärker als wir lehrt, ein Weg der Vergöttlichung. Heute Morgen haben wir es in den Laudes gelesen, im ersten Buch der Genesis. Gott hat den Menschen als sein Abbild geschaffen. Er hat ihn zum Leben geschaffen. Ja, dieses Leben nehmen wir uns. So denken wir. Wir gönnen uns das Leben. Das ist gut. Aber wenn wir danach greifen, wie der Schöpfer, wenn wir denken, wir haben das alles in der Hand, wir machen das, dann brauchen wir nur rechts und links zu schauen oder manchmal in unser Inneres oder in unsere näheren Verhältnisse. Wie beschädigt ist das Leben? Wie verkrallt und verkrampft? Erde. Manchmal ist es wie Dreck, eben. Bedenke, Mensch, dass du das bist. Aber damit ist nicht alles gesagt. Kehre zu diesem Punkt zurück und beginne einen neuen Weg. Das ist die Botschaft des Tages. Beginne diesen Weg. Es ist der Weg der Erneuerung. Es ist der Weg dessen, der sich in unseren Dreck des Lebens gekniet hat. Der selber sich zermahlen ließ, wie die alten kirchlichen Gebete sagen, wie ein Korn, das gemahlen werden muss, um Brot zu werden. Das ist der Weg, das ist die Botschaft des Aschermittwoch. Wir verstehen vielleicht den Ruf des Paulus jetzt besser, die Hoffnung, die wir im Propheten Joel gehört haben, dass Gott sich unser erbarmt. Ja, er zeigt uns einen Weg. Auch Gott beginnt mit der Erde bei uns. Er formt den Menschen aus dem Ackerboden und dann bläst er in seine Nase seinen Atem, seinen Odem, seinen Geist. Dieser Spur dürfen wir folgen. Wir dürfen uns von nichts und niemand reduzieren lassen auf diesen Dreck, der uns gleich gereicht wird. Aber er wird uns gereicht von der Kirche. Er wird uns nicht von irgendwem gereicht.
Es wird uns gesagt von der Kirche, die Trägerin der Auferstehung ist, die Botschafterin, die Apostolin der Auferstehung. Dahin sind wir unterwegs. Wir dürfen dieses Wort nicht nur für sich nehmen. Manchmal vermisse ich das, wenn man jetzt die Schlagzeilen so liest, auch beim Aschermittwoch der Künstler, die haben geradezu eine Lust, sich sozusagen ganz in dieses Erdendasein, in diese Asche, in diese Vergänglichkeit hineinzuknien. Das ist zu wenig und es ist nicht christlich. Ja, wir bedenken unsere Vergänglichkeit, aber wir wissen zugleich, es gibt mehr. Es gibt eine Zukunft. Und das letzte Wort ist nicht dieses, die Vergänglichkeit, das Verwesen in der Erde, das erneut zu Asche und Staub werden, sondern es ist der Weg nach Ostern. Es ist der Weg durch den Staub hindurch. Denn Gott schafft auch im Staub, wie am Anfang, Neues. Er schafft auch im Staub Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir bei allem Realismus, den wir heute lernen am Aschermittwoch, diesen österlichen Ausblick nicht vergessen und nicht vergessen, dass wir unterwegs sind. Wenn wir das heilige Jahr der Barmherzigkeit begehen, dann ist auch das manchmal, wir hören das jetzt permanent und es ist zu Recht von den Werken der Barmherzigkeit, von den geistlichen, von den leiblichen Werken der Barmherzigkeit, aber wir sind zu schnell beim Draußen. Wir sind zu schnell bei der Frage, was haben wir denn zu tun? Was muss ich denn machen? Ich muss barmherzig sein. Ja, der Papst wird gar nicht müde, uns das zu sagen. Er hat recht. Das ist eine Botschaft mitten aus dem Evangelium heraus. Aber wo beginnt diese Botschaft? Diesen Gedanken hat schon Augustinus gedacht und Bernhard von Clairvaux hat ihn weitergedacht. Die Misericordia, so sagen diese Väter und Lehrer der Kirche, die Barmherzigkeit beginnt bei der Miseria, bei der Misere. Sonst gibt es keine Misericordia. Erst die Misere meines Lebens, die Misere dieser Welt, ruft herbei die Misericordia Gottes. Deshalb ist diese Zeit eine Zeit der Einkehr, der inneren Schau, des realistischen Wahrnehmens. Wie sieht mein Leben aus? Wie stehe ich vor Gott? Wie steht es um mich? Weg mit dieser ganzen Maskerade, die wir uns so angewohnt haben. Weg mit diesen ganzen Schönfärbereien, die wir so gekonnt immer darstellen, wenn wir über uns selber sprechen müssen. Das sind große Begabungen. Wie steht es um mich? Das will in diesen Wochen nüchtern wahrgenommen werden. Jeder hat seine eigene Misere. Aber dabei sollen wir nicht stehen bleiben, wie beim Staub und beim Dreck, sondern gerade diese Misere, realistisch wahrgenommen, schreit nach der Barmherzigkeit Gottes, nach seiner Misericordia. Und alle Texte der Heiligen Schrift sagen uns, bevor wir unsere Misere wahrnehmen, ist die Misericordia Gottes schon auf dem Weg, ist sie schon unterwegs zu uns. Wie der Vater, der nach dem verlorenen Sohn schon Ausschau hält. Haben wir keine Angst, unsere Misere vor Gott einzugestehen, damit wir wirklich beschenkt werden, auf einem wirklich österlichen Weg, mit seinem Erbarmen, seiner Barmherzigkeit, seiner Misericordia. Gott weiß, mit dem Staub dieser Erde umzugehen. Er formt den Menschen. Er formt auch aus unserem Dreck, unserer Asche, einen Menschen, einen neuen Menschen, der nach seinem Bild geschaffen ist. Und wir wissen, wie dieses Bild heißt. Es heißt Christus, von dem der Apostel ruft. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Deshalb sollen wir diese Wochen besonders jeden Tag nutzen, in ihn hineinzuwachsen, auf ihn zu hören, mit ihm zu kommunizieren, im Gebet, in der Stille, im Hören, auch im Weg des Leidens, der uns zugemutet wird, genauso wie ihm, werden wir durch den Staub neue Menschen. Neue Menschen, an denen man ablesen kann, die Handschrift Gottes.